Grüß Gott und ein herzliches Hallo aus dem Doppelklick TV-Studio, liebe Zuschauer. Ja, und falls Sie fragen, wo wir sind, wir produzieren in München. Und so spricht man hier. Tauchen wir aber wieder gemeinsam ein in die digitale Welt und sprechen über aktuelle Browser im Vergleich und das auf Griechisch mit meinem Quotenexperten Panagiotis Kolokitas, kurz gesagt Takis. Hallo. Aloha. Aloha, das ist ja schon wieder hawaiianisch. Nein, ich wollte ja ein bisschen was anderes. Jetzt sind wir Multikulti. Aktuelle Browser im Vergleich, da fällt mir ein, klar, der Internet Explorer, wir haben Firefox, wir haben Chrome. Genau. Was ist da neu, wie heißen die und so weiter. Erzähl und damit mal. Hast du gleich schon mal die Browser genannt, die von der Mehrheit der User genutzt werden. Also ich würde jetzt mal schätzen 94%. Und deswegen habe ich auch von den drei Browsern die aktuellen Versionen mitgebracht, weil das sind jetzt die Browser, die die User natürlich auch nutzen. Aber das heißt ja dann Firefox 4.0 zum Beispiel. Genau, das ist die aktuelle Version, die im März erscheint, beziehungsweise schon erschienen ist und die jetzt alle Neuerungen mitbringt, die ein moderner Browser haben muss. Genauso wie der Internet Explorer 9, den ich auch mitgebracht habe und auch Google Chrome 10, den ich natürlich auch mitgebracht habe. So, wir wollen natürlich die Hauptneuerungen sehen. Ja, was natürlich gleich auffällt, aber ich habe jetzt hier als erstes mal, ich muss selber hinschauen, weil die Oberflächen haben sich alle angeglichen. Das ist jetzt der Internet Explorer 9. Man sieht, die Oberfläche ist entschlackt, die Adresszeile und dann kommt gleich schon der erste Tab und ich wechsle mal zu Firefox. Und da sieht man einen ähnlichen Aufbau, also keine Menüs mehr, wenig Buttons zu klicken. Die Adresszeile ist, nimmt den meisten Platz oben weg und danach ist die Webseite das Wichtigste. Wichtig bei allen drei Browsern mittlerweile ist, sie unterstützen HTML5, das heißt die modernsten Webtechnologien. Sie nutzen die GPU zur Beschleunigung, das heißt Webseiten bauen sich dadurch schneller auf. Das heißt, die Webseite wird nicht nur durch die CPU berechnet, sondern auch durch die GPU. Und das können alle drei Browser. Okay, ich habe hier einmal in Klammern RC oder RC. Was bedeutet das? Das ist Firefox 4.0 Release-Kandidat. Zum Zeitpunkt, wo wir jetzt drehen, existiert nur der Release-Kandidat von Firefox 4.0. Release-Kandidat bedeutet, es ist die fast fertige Version. Sollten keine Bugs mehr auftauchen, dann ist das auch die finale Version. Verstehe. Also du hast jetzt ja schon mal zusammengefasst, was die Browser dieser Generation gemein haben. Klick die doch einmal nochmal durch, damit wir ein Bild haben. Wir haben jetzt Firefox 4.0. Das sieht wie aus? Die wichtigste Neuerung beim Internet Explorer 9 ist die entschlackte Oberfläche und es gibt viele neue Sicherheitsfunktionen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich die alle erläutern würde. Aber es ist zum Beispiel ein neuer Download-Manager drin. Mhm. Es gibt neue Sicherheitsfunktionen, die mich beim Surfen schützen. Und der Browser ist viel, viel schneller geworden. Das war ein Manko, das der Internet Explorer in der Vergangenheit hatte. Mhm. Keiner wollte ihn nutzen, weil der war lahm. Okay, das hat sich jetzt geändert. Ja. Also er ist jetzt ungefähr genauso schnell wie alle anderen. Okay, gut. Also du hast mit Internet Explorer 9.0 angefangen. Jetzt gehen wir weiter zu Firefox 4.0. Hier sehen wir jetzt auch die neue Oberfläche von Firefox 4.0. Das Menü versteckt sich jetzt hier oben unter so einem kleinen Button. Und hier habe ich die wichtigsten Funktionen. Man sieht hier auch zum Beispiel die Add-ons. Der Add-on-Manager ist jetzt eingebaut, hier ein eigenes Fenster. Was habe ich noch für eine Neuerung? Auch neue Sicherheitsfunktionen, aber auch eine andere Funktion, die ich ganz praktisch finde, ist die Synchronisation. Und zwar kann ich den Browser über mehrere Plattformen hinweg synchronisieren. Das hat den Vorteil, wenn ich den Browser zum Beispiel daheim und auch hier bei der Arbeit zum Beispiel nutze oder auch unterwegs, dann kann ich das über die Sync-Funktion immer synchronisieren und habe dann immer dieselben Lesezeichen, denselben Verlauf, dieselben Add-ons und so weiter. Und wie sieht es aus mit Chrome 10? Das ist auch eine Funktion von Google Chrome, die auch dort enthalten ist und die nennt sich da allerdings, jetzt muss ich hier mal gucken, die nennt sich dort allerdings Google Sync. Aha. Und das ist auch eine Funktion, die schon seit längerem drin ist, in Google Chrome und auch in der neuesten Version enthalten ist. Okay, also so auf den ersten Blick sehen die für mich alle gleich aus, aber man kann sich ja selber das alles mal anschauen und im Internet ausprobieren und sich dann für einen der Browser entscheiden. Bin ich auch schon beim Thema, welcher Browser für welchen User? Ich würde ganz gerne mal demonstrieren, wie schnell die eigentlich sind. Ja, okay. Ich rede jetzt mal kurz, ich habe was vorbereitet und das zeige ich mal einfach beim Internet Explorer 9. Es gibt HTML5, ist ja schnell dahergesagt, aber was kann das überhaupt? Und jetzt sieht man hier zum Beispiel die Neuigkeiten, die Möglichkeiten von den neuen Browsern. Ich brauche kein Plugin, das ist jetzt alles JavaScript und HTML5. Ja. Und ich habe hier zum Beispiel eine Skyline. Ach so. Und hier befinden sich so Videos, Videotafeln. Wenn ich jetzt draufklicke, dann wird ein Video abgespielt.
Für in Echtzeit. Genau. Jetzt ist es gerade dunkel geworden. Mhm. Und wenn ich wieder zurückzoome, dann wird das Video immer noch weitergespielt. Mhm. Und ich kann dann immer hier so reinzoomen in die verschiedenen Leinwände. Und man sieht halt, was wir neue Möglichkeiten entwickelt haben, um wow. Webseiten zu programmieren. Mhm. Und wie gesagt, es braucht kein Plugin, es läuft, ich brauche einfach nur den Browser. Toll. Komme ich jetzt aber trotzdem noch auf meine letzte Frage zu sprechen, welcher Browser für welchen User? Das ist mir ganz wichtig. Ach ja, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Beantworten, ja? Also grundsätzlich den Internet Explorer nicht empfehlen kann man nicht mehr. Der Internet Explorer 9 ist deutlich schneller geworden. Ich empfehle allen Usern, die überhaupt upgraden können, das sind die Windows 7 User und die Windows Vista User, unbedingt auch den Internet Explorer 9 zu installieren, weil der ist so tief im System verhakt von Windows, dass man den unbedingt auch installieren sollte, damit man die aktuellste Version vom Internet Explorer hat. Dann ist es letztendlich einfach Geschmackssache. Also Firefox hat den Vorteil der Erweiterbarkeit über Add-ons und alles drum und dran kann ich mir den anpassen, so wie ich ihn möchte. Google Chrome ist eher so ganz schlanker Browser. Und der Internet Explorer 9 ist eher so ein Mittelding. Okay. Deswegen würde ich eigentlich sagen, alle, die einfach nur surfen wollen, sind mit Google Chrome Internet Explorer 9 bestens bedient. Wer allerdings seinen Browser noch personalisieren möchte, der greift zu Firefox 4. Also entweder man ist ein Foxy, ein Chromie oder ein Explorer. Vielen Dank, Takis, und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei Doppelklick.